Und hallo zum Part 2. Also, das sind eigentlich wenige Runden. Warte mal, ich muss mal schnell auf die Anleitung schauen. Wir sind jetzt bei Runde 20 von 28. Das heißt, in der nächsten halben Stunde machen wir nur die restlichen 8 rein. Dann vernähe ich es noch und dann bügel ich es ein bisschen, damit man das Endergebnis auch schon sieht. Damit ist einleitend eigentlich wieder alles gesagt. Mal schauen, wie es so wird. Damit wünsche ich euch viel Vergnügen und bis zum Ende des Videos dann. Tschüss dabei!
Thank you.
Hallo. Jetzt haben wir also zum letzten Mal da. Ende des Videos vielleicht. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen gebügelt. Noch ein Vernähen. Ja, ich finde, das ist eigentlich recht schieber. Man unterschätzt die Arbeitszeit wirklich. Wahnsinn. Manche Aufnahmen waren, wenn ich eine Runde gemacht habe, vor allem am Schluss eine halbe Stunde. Normalerweise nehme ich da ja keine Zeit. Also ich weiß noch nie, wie lange ich dran brauche. Ich höre dann einfach, bis ich fertig bin. Aber das Ergebnis ist dann trotzdem jedes Mal, jede Runde sieht man, wie das Muster weitergeht, die Blumen weitergängen, der Stern sich entwickelt oder der dann fertig wird. Gott sei Dank waren die letzten zwei Reihen nicht mehr ganz so viel. Obwohl, gefühlt ist das so langweilig. Wo ich mal mit diesen Picoros, wie es heißen, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, das ist wahrscheinlich ein französisches Wort und wahrscheinlich kommt das Picot oder irgendwie so aus. Auf jeden Fall mag ich die eigentlich überhaupt nicht, die nerven mich furchtbar. Und dadurch ist das Gefühl, einmal rundherum zu gehen, verdammt, warum ist das so groß? Aber ja, es sind 28 Reihen gewesen, also eigentlich ist es ein relativ kleines Projekt. Also es gibt natürlich kleinere und es gibt natürlich größere, also es ist Durchschnitt. Und auch mit den vielen Stäbchen ist doch ganz schön zeitintensiv. Das heißt, wenn man sich ein Muster aussucht und man weiß nicht genau, wie tut man sich da und wie lange wird das dauern, dann kann man immer damit rechnen, je mehr diese Stäbchenblöcke, das gibt es, desto länger dauert es einfach, weil Stäbchenhöcken halt einfach, wenn es so Masse sind und in der runden Größe, man braucht halt einfach die Zeit. Natürlich, wenn man dann, also da in der Reihe, wo man eben die Luftmaschenketten gehabt hat, die war wesentlich schneller. Also da gehst du durch und da denkst du, huh, bin ich schon wieder am End. Während bei die, wo man wirklich da die Stäbchen rein mit die 1, 2, 3, 4 Blöcke und dann nur mehr Stäbchen, nur mehr 4 Blöcke, nur mehr Stäbchen. Also die dauert dann, wie gesagt, fast eine halbe Stunde. Das muss man halt damit rechnen, wenn man sowas machen will. Natürlich gibt es für Anleitungen, für kleinere Sachen. Und ich habe da sehr, sehr feines Garn benutzt. Also wenn man ein Gräber, so ein dickeres Garn nimmt, dann wird es dementsprechend größer, ist klar. Grundsätzlich, die meisten Höckegarn, auch wenn sie im Discounter sind, kann man eigentlich ganz gut verwenden. Ich habe da eins gekauft in so einer Masseware, also in so einem Restshop, aber der ist eben speziell für Handarbeitswaren und Stoffe. Da habe ich einfach so ganze Pack, 8 Stück so Garn gekauft. Ist recht praktisch, wenn man mal ein bisschen was in derselben Farbe hat, weil dann kannst du mehrere Projekte machen und da hast du dann dieselbe Farbe. Oder ich weiß nicht, ich habe mir mal rotes Garn gekauft für Weihnachten, für Weihnachtsdekorationen. Da habe ich eben ganz dunkelrotes gehabt, das war aber auch ganz fein, aber da wollte ich ganz feines haben. Die normale Stärke ist, glaube ich, 10er, das ist jetzt, glaube ich, ein 20er. Die höckert man dann wirklich mit einem sehr, sehr feinen Nadel. Also da habe ich jetzt, glaube ich, 1,25er verwendet. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 1,25er verwendet. Oder 1,5er. Bei dem 20er kann man 1,5er oder 1,75er nehmen. Aber je feiner, je strenger, je mehr man zusammenzieht, desto feiner wird es auch. Ich weiß nicht, wenn das Muster schön feiner ist, mir gefällt das halt dann einfach besser. Und vor allem, man will sich dann auch challengen, also wenn man schon einiges gemacht hat, dann will man auch probieren, kann ich denn das noch schöner, feiner machen, wird das schöner, wenn ich anders Garn verwende. Aber es ist ja so, dass bei den Anleitungen immer Garn empfohlen wird und meistens ist es auch so, dass man sich an die Empfehlungen halten soll, weil sie sich manchmal nicht gescheit hinlegen. Also man hat es ja auch gesehen, es hat am Anfang total gezogen und hätte es jetzt nicht bügelt, dann würde es sich immer nur leicht wölben. Eben man sieht ja da, dass das eine Schneckenbildung ist, das heißt, sie gar nicht ganz ausbildet, damit es einfach flach liegt, bilden sie die Schnecken einfach, weil sie sich nicht hinlegt. Wahrscheinlich habe ich jetzt feines Garn verwendet oder ich weiß nicht, manchmal funktionieren Anleitungen auch schlicht und ergreifend nicht. Ich habe schon Anleitungen gehabt, wo ich
bis zu den ersten 10 reinkommen und das war dann wie eine Schüssel und ich habe gewusst, das wird nichts. Dann versuchst man es zum Retten, indem man vielleicht nur ein zusätzliches Muster, sondern nicht, da sind jetzt 6, wenn man jetzt sagt, okay, ja, vielleicht, wenn ich ein siebtes einfügt, dass es sich dann hinlegt, wie ja, dass die Dinger liegen. Aber meistens funktioniert es ja nicht so, weil da legt es sich vielleicht hier, wo da wölbt es sich dann wieder auf, weil du brauchst einfach dann exponentiell immer pro Ding immer mehr Maschen. Das heißt, du musst dann überall mehr Luftmaschen dazu machen, überall mehr. Da musst du so viel korrigieren, dass das nicht mehr zusammenkommst mit der Anleitung. Wenn du so eine Anleitung findest, also wenn du so eine Anleitung findest, ehrlich, ich trenne es dann auf und lasse es bleiben. Das ist es einfach nicht wert. Anleitungen sollen einfach dafür da sein, dass sie hübsch ausschauen, dass ich weiß vorher schon, was ungefähr mache ich denn überhaupt, was für ein Muster habe ich. Ich mag so Muster mit Sterne oder Blumen drinnen. Echt gerne, ich mag auch diese Erdbeermuster, also wo man da also diese Erdbeer- oder Ananasmuster reinmacht, die gefallen mir besonders gut, deswegen mache ich die auch recht häufig. Ich kann da zwar noch ein paar Sachen zeigen, aber ja. Wir sind bei dem Projekt, das habe ich jetzt fertig. Ich habe ja in Videos hab ich wieder mal nebenbei ans Link gehabt, das schon fertig war und was ich sagen wollte, was ich sonst noch gemacht habe. Also ich habe da voll viel. Es ist wirklich einfach ein dummes Hobby, weil für das habe ich jetzt keinen Platz und ich habe keine Ahnung, was ich damit da soll, aber es gefällt mir. Und es war eine schöne Arbeit und es war lustig zu machen und es ist einfach ein Zeitvertreib und eine Produktivität, die man ausleben kann, ohne dass man irgendwie weh tut. Man hat ja die Zeit, man fernseht sowieso und man hat dann nur Handkraft und kann noch was herstellen. Das ist vielleicht dann nicht so nützlich, aber es ist einfach trotzdem schön. Tja, damit sind wir am Ende des Videos. Sollte man wahrscheinlich die üblichen Floskeln sagen, weil jedes Video braucht das Ding und ich brauche noch ein paar Fotos für ein Thumbnail. Wenn irgendwen noch interessiert, wenn es sich zufällig anschaut, weitere Projekte anschauen, ich werde sicher nochmal eine Höcke-Dicker machen. Ich habe schon, also weiß nicht, zwei, drei in Überlegung, was ich noch machen möchte. Ich habe eins, das ganz lustig zusammengesetzt ist, aber das braucht für mich ein bisschen mehr Denkarbeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen möchte für ein Video. Ich habe eins, das ich schon drei, vier, fünf Mal gemacht habe, das weiß ich, das funktioniert und das ist eigentlich recht lieb aufgebaut, also das ist voll lieb. Und eins, das ein bisschen moderner wirkt, aber das habe ich schon zwei, dreimal gemacht und ich bin mir nicht sicher. Es ist sicher was auf Video gebannt noch ganz nett ist, weil es schaut einfach, es ist eben viereckig und es schaut nicht nur so nach Spitze aus. Also man hat ja bei Heckedeckerl so dieses Oma-Gefühl, aber es gibt da Muster und Vorlagen, die dieses Gefühl nicht so machen. Oder natürlich ist da die Möglichkeit, dass ich aus Spülschwammgarn was mache. Da mache ich wieder mal so Spülschwämme, ganz einfache oder ganz komplizierte. Letztens habe ich Orangen gemacht. Und natürlich gibt es auch Projekte, die jetzt weniger mit Filet und das sind nur feste Maschen, aber natürlich ist das ein vollgrübiges, obwohl das ist jetzt auch nach einer Anleitung gemacht. Natürlich würde ich nicht herzeigen, würde ich die Anleitung nicht herzeigen, wie man es macht. Ich meine, man kann natürlich. Ich habe schon versucht, meine eigene Häkelpuppe zu entwerfen. Vielleicht mache ich das nochmal und zeige es dann her. Die ist wird ein bisschen kleiner und ein bisschen dünner, also dicker. Dings, also yes. Und das Gewand kann man natürlich ausziehen. Also das ist. Also ich würde wirklich jedem, der sowas machen will, empfehlen, also ein Buch zu kaufen. Die sind so lieb zum Nachmachen und eigentlich sind es relativ einfach. Und man sagt, das Kleid ist jetzt nicht das Schönste, aber man kann der Puppen dann auch Kleider nähen. Da kann man dann vielleicht mehr kreativ sein. Meine Tochter hat die Frisur gemacht. Aber
Die ist so süß, die Puppen. Also, wenn ihr irgendwelche Videos sehen wollt, dann bitte Kommentare hinterlassen. Das war wirklich sehr, sehr nützlich und hilfreich und überhaupt. Ich würde mich auch freuen über Abonnenten. Nicht, dass ich unbedingt Geld verdienen möchte, aber ich würde mich einfach gern mit anderen Leuten austauschen, wenn ich weiß, da schaut sich wer regelmäßig meine Videos an, dann hätte ich auch das Gefühl, nicht nur mir gefallen die Videos, sondern den anderen auch. Das war eigentlich recht nett, das Gefühl war recht nett, sagen wir mal so. Natürlich freue ich mich auch über Likes. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr. Ich würde eigentlich sagen, eher so Happy Hobby allerseits. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!